Und lassen Sie mir von hier, vom Pass aus, einen Gruß an unsere Sportler richten in Vancouver. Zum Beispiel der Kollege Michael Uhrmann, er ist nur wenige Kilometer von hier entfernt in Breitenberg im Landkreis Passau zu Hause. Er hat zwar jetzt die Medaille knapp verfehlt, aber lasst uns zurufen, wir sind stolz auf unsere Sportler, die in Vancouver eine tolle Arbeit machen. Wir haben heute Nacht noch mal einen Goldregen bekommen. Neben dem Felix Loch aus Berchtesgaden, der bereits Gold gewonnen hat, haben heute Nacht die Tanja Hüfner und natürlich unsere Magdaela Neuner zugeschlagen beim Biathlon. Herzliche Gratulation dazu. Wissen Sie was? Wenn man am Aschermittwoch spricht und über unsere Sportler in Vancouver redet, dann spürt man einen gewissen Stolz auf unsere deutschen Sportler, weil wir sind mittlerweile im Medaillenranking an Platz 1 vor den Amerikanern, wir Deutsche. Da sind wir ein Stück weit stolz drauf. Ich denke mir immer, wir müssen da eigentlich einen richtigen Kommunisten von den Linken gehen. Stellen Sie sich vor, das sind ja diejenigen, die es mit dem Deutschsein und mit der nationalen Einstellung, mit dem Patriotismus nicht so haben. Das ist irgendwie was Böses aus deren Sicht. Ich glaube, die gehen bei Olympia immer in den Keller, damit sie sich freuen. Wir sind Patrioten, wir können uns freuen, dass die deutschen Sportler einen tollen Job machen, liebe Freunde.